Was geht ab, Leute? Nerdalert Games hier und willkommen zurück zu Hitman Absolution. Und bevor wir weitergehen, sehen wir uns hier nochmal ein bisschen um. Denn die drei zu erledigen kann ganz schön knifflig werden. Und jede Sache, die uns weiterbringt, hilft natürlich. Ah, da liegt schon mal ein Messer. Perfekt. Das nehmen wir mit. Alles klar. Okay, das dürfte es erstmal gewesen sein. Auf zum chinesischen Neujahr. Wow! Oh. In dieser Menge bemerken die Zielpersonen gar nicht, dass sie beschattet werden. Oh, ist Neues! Woo! Was für ein Feuerwerk! Okay. Das ist ziemlich groß, das ist ein ziemlich großes Areal hier. Erstmal umsehen. Da haben wir eine Zielperson. Ich glaube nicht, dass mich hier jemand verdächtigt von den Köchen oder so. Ich habe ja nicht deren Uniform an. Okay, sehen wir uns hier mal ein bisschen um. Was sieht nach Tod aus? Nach Tod und Verderben. Okay. Da haben wir einen Kontrollpunkt. Oh, da steht einer, macht gerade Zigarettenpause. Und der dicke Kopf natürlich mit seinem Donut und seinem Kaffee. Der geht ja gar nicht. Okay, Frank Owens ist schon in der Nähe. Fuck, 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 ich muss die irgendwie ablenken. Das ist echt unheimlich. Ah, du musst mal so ein bisschen weggehen, so. Kann ich das Messer vielleicht irgendwie werfen? Oh, der ist da gerade irgendwo. Oh, ich würde am liebsten den sofort abmuxen. Hier, so kann ich es werfen. Das ist nicht wirklich ein Ablenkungsmanöver. Machen wir mal so. Mal durchs Fenster. Okay, was haben wir denn da? Feuerwerk. Die Zapfsäule sabotieren! Schnell, 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 schnell! Oh yeah, oh yeah, oh yeah! Komm, 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 komm. Hier rein! Oh, das ging ja super. Wait? Ja, die Leute hier sagen nichts. Die scheinen ihn zu decken. Ihnen ist klar, dass auf den Straßen ziemlich was los ist, oder? Echt? Auf Sie? Wie viele Lapdances? Und Shampoos im Hinterzimmer? Wow, das ist krass. Und ich muss nur diesen... Komm schon, Kinder? Lass deine Zigarette mal fallen. Okay, wir sind im Geschäft. Ich glaube, du wirst eine Menge Spaß haben. Ich glaube, du wirst sogar vor Freude in die Luft gehen. Wow! Oh, das ist auch noch verbuggt. Aber er ist tot. Frank Owens eliminiert. Wer sagt's denn? Profi. Aufräumarbeiten in Chinatown. Boah, das war so geil. Ich komme um die Ecke, ich sehe den hier nur einen Rauch in dem Feuerwerk. Ja, da habe ich nur eins und eins zusammengezählt. Zapfsäule, Benzin und das war's. Fuck yeah, ich sollte aufpassen, dass der hier nicht guckt. Oh. Okay. Boah, das lief ja wie geschmiert. Da liegt er. Lustig, wie verbuggt der da gerade noch rumstand. Den Checkpoint habe ich auch aktiviert. Ich weiß jetzt aber nicht. Okay, wir nehmen mal den Vorschlaghammer mit. Den können wir später auch noch werfen. Muss jetzt ja irgendwie an den vorbei. Oh, komplett abgefackelt. Ey, ist das eine Schallgedämpfte? Die nehme ich mit. Perfekt. Können wir sicher noch gebrauchen. Okay, den dicken Kopf müssen wir ablenken. Oder können wir hier irgendwie durch die Mauer irgendwo? Mach nicht den Anschein. Schauen wir mal. Den Vorschlaghammer. Schmeiß ich mal hier so in die Ecke. Das müsste passen. Da müsste der da hinlatschen. So möglich, dass ich nicht den Typen damit treffe. Nehme ich das Metallrohr mit. Ich regel das. Hey, was sie da tun, könnte als Aggression... Alles klar. Wow, das lief wie am Schnürchen. Okay, dann schauen wir uns mal um. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so schnell eine Möglichkeit finde, den zu erledigen. Frank Owens tot. Nur noch zwei. Oh, direkt hier. Ja. Billy Dole. Keine Spur von vorhin.
Was? Den beschatten wir gleich, hey, ein bisschen. Laufen den ein bisschen hinterher. Gucken, wo der hinläuft. Gerade Silvester. Ja, ich melde mich wieder. Ich glaube, du wirst dich gleich nie wieder melden. Okay, dann laufen wir erstmal hinterher, gucken, was der so macht. Hauptsache, wir behalten ihn im Auge. Hey, ihr Kollege. Ist der ja, hier irgendwo? Drüben beim Tanzstudio. Die Treppe runter. Okay, dann werden wir ihm mal unauffällig folgen. Immer schön in der Menge verstecken, dann müsste es klappen. Dürfte sowieso nicht auf mich aufmerksam werden. Glaube ich nicht. Feuerwerke überall. Ich glaube, hier lief noch einer an mir vorbei. Ihr habt die zweite Zielperson. Hallo? Oh. Ja, Schatz? Ja, nein, ich bin bald zu Hause. Alles klar, da ist er. Oh, da ist Polizei, da komme ich nicht hinter, oder? Bitte geh nicht da lang. Der Typ geht da lang. Oh, fuck. Moment. Ungewöhnlich. Wir gehen mal rein. Wow. Ich hab sie angerufen. Haben Sie die Birdie-Akte? Wenn du es so nennen willst, der Kerl ist ein Geist. Keine Vergangenheit, nichts. Wenn du mich fragst, ist er ein Ex-Agent. So oder so. Das wird nicht billig, verstehst du? Meinem Boss ist das egal. Hey, Sie haben hier unten eine Menge cooles Zeug. Ich könnte ein paar Waffen gebrauchen. Habt ihr was am Laufen? Tja, ist mir doch egal. Irgendwas sagt mir, wir hätten den Polizisten gerade oben ausschalten müssen. Der wird da garantiert an seinem Posten wieder stehen. Der wird ja nicht nochmal pissen gehen. Ich denke, wir können da auch hinkommen. Nett. Oh, ich sehe aber keine Möglichkeit, den zu killen. Ich könnte ihn jetzt einfach in den Rücken schießen, aber es wäre mies. Ich will die Punkte. Scheiß drauf, ich nehme einfach von allem was. Nimmst einfach von allem was. Du gieriger, gieriger. Ganz genau. Ich lasse das Zeug später abholen, okay? War schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Gehen beide raus? Ja, wollen wir dem mal folgen. Ich habe aber einen... Obwohl, ich kann nicht da raus. Ist mir zu riskant. Ich weiß zwar nicht, wo ich hier hinkomme, aber ist mir egal. Dann müssen wir das gleich nochmal ein bisschen aufrollen. Dann mir schön die Zeit nehmen, um wirklich den besten Weg zu finden, den zu killen. Da gibt's garantiert ganz, ganz viele Wege hier. Gehen wir mal hier hoch. Da ist er doch wieder. Ja, so sind wir doch wenigstens gut hinkommen. Jetzt geht er hier runter. Einfach mal gleich folgen. Nicht zu nah ran. Lassen wir den erstmal ein bisschen vorgehen. Wir kriegen noch unsere Chance. Da steht der Typ. Ich könnte hier zuschlagen. Ich bin's. Ich hab hier ein paar Informationen über den Vogel. Das wäre aber mies. Naja, ich sehe keine andere Wahl. Ja, der Spinner wird begeistert sein. Haha. Gute Nacht. Okay. Perfekt. Idole miniert. Und loswerden. Wenn wir schon die Chance haben, dann müssen wir sie auch ergreifen. Wahrscheinlich wird er jetzt nicht unbedingt neben irgendeinem Feuerwerk stehen. Zwar nicht wirklich viele Punkte, aber... Weg ist er. Tja, jetzt misst er nicht mehr, also. Okay, eine Zielperson noch. Die ist direkt hier nebenan. Oh Gott, ich sollte meine Waffe verstecken. Ich laufe einfach so mit einem Metallrohr rum. Okay. Der Typ ist nicht mehr weit. Genau da um die Ecke. Schau mal, wo der hin will. Einfach mal folgen. Den werde ich jetzt auf eine ganz spezielle Art und Weise killen. Da werden wir uns ein bisschen Zeit nehmen. Aber der stand da gerade wirklich so schön in der Ecke. Da muss ich einfach zuschlagen. Rattengift. Nein. Das wird Ihr Leben verändern. Das Gift ist sehr stark. Sie werden begeistert sein. Garantiert. Nehmen wir mal mit. Obst, alles frisch. Hey,
Sie? Sie. Genau. Kommen Sie mal kurz her. Sicher, ich habe so viel, Sie wollen. So ist recht. Was hat er für Probleme? Ist alles okay? Gut. Ja, kommen Sie. Immer schön in der Menge bleiben, der wird uns schon nicht bemerken. Wo kann der hingehen? Toll, der bewacht die Scheiße doch, oder? Ja, ist wirklich seltsam. Ja. Scheiße, ich hätte mich gerade verkleiden sollen. Oh, wir hatten eine gute Chance hier. Okay. Irgendwie muss ich mich als Polizist verkleiden. Instinkt haben wir genug, wir kommen locker daran vorbei. Der Dicke in der Gasse muss jetzt dran glauben. Die stehen schon zu zweit. Ich kann die nicht einfach ausschalten. Das Rattengift. Ich weiß nicht, ob der Typ irgendwo was essen geht, aber das Rattengift da stand, würde ich sagen, wir können das hier vergiften, aber... Nee. Wir dringen da irgendwo ein, ist ganz klar. Metallrohr und Messer austauschen, nee. Ich würde das Essen gerne vergiften. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Oh ja, das sieht gut aus. Da ist der ja! Ist hier irgendwas? Geschätztes Gewicht, über 270 Kilo würde einen Mann beim Aufprall zerquetschen. Ich habe eine Idee. Wo ist meine Waffe? Perfekt. Okay, Arschloch, pass auf. Nochmal für die Schwerhörigen. Und jetzt warten wir einfach. Wo ist der Kerl, den alle Birdie nennen? Was ist mit diesem kahlen Mistkerl? Guckt aus. Okay, wir werden gleich Zielfeuern machen. Oder einfach nur feuern. Mal gucken. Oh, ich hoffe, ich versau das nicht. Von 10 rückwärts. 10, 9, 8, 7. Ach, scheiße, vergiss es. Ich hab einen Tisch im Wichser. Oh, knallt der denn ab? Was für ein Wichser. Oh, Larry Clay. Jetzt bist du dran. Hab ihn! Fahreck! Larry Clay eliminiert. Vorposten. Checken wir mal. Sie haben Walesman in Chinatown eliminiert. Oh mein Gott, das lief so gut. Perfekt. 148.263 Punkte. Nice. Soll ich heute nochmal den Kontrollpunkt hier aktivieren? Waffe weg. Sauber. Boah, bin mehr als zufrieden. Okay, nur noch hier weg. Wow, das war so effektiv und super schnell gelöst. Einfach nur genial. Sicherlich, da gibt es sicher noch mehr Wege. Und wir hätten gerade auch den Typen, den ich unten in der Gasse erledigt hätte, garantiert auch noch auf andere Wege killen können, aber nicht schlecht. Es war auch wirklich sehr praktisch, dass alles wirklich so in der Nähe war. Der war da gerade so neben dem Feuerwerk am Rauchen. Braucht man eh nur eins und eins zusammenzählen. Da war das gerade das schwere Gewicht von 270 Kilo, was ihn erdrückt hat. Und damit haben wir es geschafft. Boah, meine beste Wertung bisher. Weiter geht's. Wo ist er? Du schuldest mir einen Kaffee, Arschloch! Er ist mit diesem Cowboy weg. Ganz übler Zeitgenosse. Wollten in die Innenstadt, glaube ich. Zu spät, 47. Ich muss tun, was zu tun ist. Okay, Mr. Wade. Was wollen Sie eigentlich? Das Mädchen finden oder jemanden abknallen? Die Zeit läuft. Du miese Schlange. Da hat er uns tatsächlich verraten. Was für ein Penner. Mein zweiter Gedanke war, der Bus fährt?
Ey, so eine Rostlaube.